Weißt du, was mir gefällt? Kommst nie drauf. Im Fernsehen, wenn sie es zeigen, so ein kleines Viech auch ganz groß. So Ameisen. Wenn es zeigt, ein Bugel, ein Blau oder ein Ost oder ein Tannenzapfen. Gut, Tannenzapfen weiß ich jetzt nicht, ob es da braucht, aber in Pflege von einer Libelle, der ist der Zeit. Und Affe und einen Haufen und weg. Und in dem Haufen, da haben sie einen Haufen Straßen und einen Haufen Kreuzungen und einen Haufen Kammern. Und in die Kammern sitzen sie drin. Die kleinen Ameisen malen und die Ameisen bohren. Und da lernen sie. Das ist eine Schule, eine Berufsschule. Da lernen sie dann, wie sie es aufzahlen. Das Blau oder den Ost oder den Flegel und einen Haufen und weg. Ja, und der Haufen heißt deswegen Haufen, dass von dem Ganzen einen Haufen haben, einen Haufen Kreuzungen, einen Haufen Straßen und einen Haufen Kammern. Ja, das schaut alles so leicht aus. Die Zahl ist 60-fache von ihrem Gewicht. Max Meyerhofer liebt die Bühne und die Bühne liebt ihn. Bisher eher auf der kabarettistischen Bühne oder auch auf der Faschingsbühne zu sehen, jetzt in einem ganz neuen Metier auf neuem Terrain. Naja, wenn man Theater als neues Terrain jetzt bezeichnet, dann ist es nicht neichner. Angefangen habe ich ja an und für sich bei den Kleiner Dilettanten 1999, das waren meine ersten Theatererfahrungen. Also ich bin umgekehrt ans Kabarett gekommen, mit dem Theater angefangen und dann nach und nach ins Kabarett. Das heißt, das erste Stück damals noch war so der Auslöser, Volpone, der Fuchs. Und da habe ich den Garbaccio gespielt und dann ein Jahr drauf im Reigen mitgespielt und dann bin ich bis nach Vorarlberg gekommen. Dort habe ich dann ein dreimonatiges Theaterengagement gehabt im Am Bach, in diesem Theaterhaus. Und dann ist deine Kabarett quasi zeitlos gegangen. Genau, das hat sich erst nach dem Theater ergeben, dann habe ich das Theater vernachlässigt und das war dann eigentlich das, was gar nicht so gut war. Und es ist dann mehr und mehr der Wunsch gereift, wieder Theater zu spielen. Und jetzt war dann der Wunsch von der Susi, ihr Geburtstagswunsch, ob ich nicht mitspiele in einem Zwei-Personen-Stück. Ich habe einmal gefragt, wer ist die zweite Person? Hat gesagt, sie. Gut, war dann halt eine sehr schwere Entscheidung, aber ich habe mich dann halt überreden lassen. Vor allem, wie es dann gesagt hat, dass der Regisseur ein gewisser Christian Suchi ist. Und da haben wir gewusst, das wird ein ganz, ganz anderes Stück. Und das war dann auch ausschlaggebend, dass ich gesagt habe, unbedingt, das machen wir. Ich habe das Gefühl, dass es hier um ein Stück geht, das auch Max Meyerhofer streckenweise nackt zeigt. Naja, eine gute Formulierung. Ja. Es ist sogar mehr wie das. Also ich sage mal so, wenn mich wer so sieht und nicht kennt, ich würde mich nachher, vor allem heute zum Beispiel bei der Feier danach, nicht trauen, den anreden. Also ich würde mit ihm nicht Kontakt aufnehmen. Also nicht unbedingt, aber mit der Susi auch nicht. Also das ist einmal so, dass ich sage, es ist in jedem drinnen. Ich glaube, dieses Animalische, was bei dem Stück rauskommt, ist auch in mir drinnen. Es war zwar gut versteckt, aber der Suchi hat es nach und nach herausgekitzelt. Sage zu mir, was für wunderschöne Welt. Und da sage zu mir, was für wunderschöne Welt. Fixes Mitglied, Stammmitglied der Waidhofener Volksbühne. Jetzt einmal nicht im Ensemble, sondern in kleiner Besetzung. Ist das ein eigenes Gefühl? Ist das eine Herausforderung für dich? Ja, also ich muss sagen, das ist eigentlich die größte Herausforderung, die ich bis jetzt im Theaterleben gemacht habe. Erstens, weil so viele musikalische Texte drinnen sind. Ich habe mir die Lieder selbst ausgesucht und der Regisseur hat sich so eingebunden, dass sie eigentlich zur ganzen Handlung dazu beitragen. Aber es ist sehr schwierig gewesen, am Anfang für mich sie umzusetzen und das alles kombinieren, dass das Ganze eine zusammenhängende Handlung bekommt. Das war sehr schwierig, die Abläufe zu begreifen und die richtigen Fragen zu stellen. Und ja, es war die größte Herausforderung, die ich bis jetzt begonnen habe.
du hast hier Szenen, die deine ganze Sensibilität zeigen. Ist das nicht auch ein neues Theaterspiel für dich? Absolut, absolut. Der intime Rahmen, dann ohne Headsets. Es ist eine ganz andere Atmosphäre. Die Scheinwerfer sind auch anders gestaltet wie in einer Riesenbühne. Und die Intimität ist einfach eine komplett geänderte Theaterort für mich zum Spielen. Und man spürt dann das Publikum und es ist sicher kein Vergleich mit einer großen Bühne. Christian Suchy, Regie, Schreiber, ein neues Stück, gemeinsam hast es. Wenn ich dich jetzt frage, welchen Untertitel würdest du diesem Stück einverleiben, was sagst du dann? Also aktuell, also jetzt so speziell die Endphase vom Arbeiten betreffend, Odyssee, also eine Odyssee. Also das ist auch nicht einer der Untertitel, das quasi so diese Geschichte, also, oder Filmassoziation, das Roadmovie. Also es gibt in der Geschichte eine Ebene, die so die Reise von speziell ihm, von diesem Kalle, sozusagen durch die Welt ist. Also es ist eine Odyssee. Um was geht es da eigentlich, kurz ausgesprochen? Beziehungsprobleme? Geht es um Ehe? Um was geht es? Also ich würde am ehesten so sagen, es geht um also einerseits dieses aneinander vorbei, also dass die Wünsche, Erwartungen, Fantasien von ihr nicht die sind, die er hat und umgekehrt. Ne? Also dass das zwei Leute sind, die sozusagen aneinander vorbei lieben. Ne? Also direkt aus dem Leben gegriffen. Genau, ja genau. Das Spannende ist ja, wenn wir Geschichten machen, das geht mir oft in vielen allgemeinen Projekten ja so, dass wir ja die Geschichten im Prozess schreiben. Ne? Das Geniale da ist, das ist immer noch eine Art von gemeinsam, eben nicht, also sie kommen eben nicht zusammen. Es ist sehr viel Gemeinheit, nicht, was so schlechte Menschen, so garstige sind, so wie der Max das gesagt hat, das ist so dieses Viech in uns, und zwar alle Facetten von Viech, ne? Das Katzerl, die Kuh, also alles, was wir halt wir sind, sozusagen. Ja? Und es ist auch diese Einsamkeit, also das heißt im Grunde dieser Dreifachtitel, den wir damals kreiert haben, gemeinsam, einsam, gemein, der ist gültig. Also wir waren nie weg von dem sozusagen. Aber es ist total spannend heute, also noch ein Dritteljahr, zu sehen, was es geworden ist, weil das hätten wir uns damals einfach auch so nicht vorstellen können. Gemeinsam und jetzt bin ich ganz allein.